Frau für den Ermittlungsausschuss. Oh. Hallo und guten Abend. Ich spreche nicht allein für den Ermittlungsausschuss, sondern für den AK Jura der Parkschützer. Zum Ermittlungsausschuss sage ich auch noch etwas. Ich habe nicht brandaktuelle neue Hinweise für euch. Die Hinweise, die ich euch mitteilen möchte, wurden auch schon vor einiger Zeit veröffentlicht im Internet von uns. Aber nochmal zum Auffrischen, wenn es denn jetzt tatsächlich zu einer Parkräumung kommen sollte. Da gibt es ja das sogenannte Betretungs- und Aufenthaltsverbot seit Dezember, das ominöse. Und da weisen wir nochmal darauf hin, dass dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbot im Schlossgarten, im mittleren Schlossgarten, erst dann in Kraft tritt, wenn der Beginn der Polizeimaßnahme durch die Stadt Stuttgart per Lautsprecherdurchsage vor Ort, also im Park, verkündet wird. Es reicht nicht allein aus, dass die Polizei aufmarschiert. Nicht automatisch tritt dann dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbot in Kraft. Erst wenn die Polizeimaßnahme angekündigt wurde, beziehungsweise wenn sie per Lautsprecherdurchsage verkündet wurde. Sobald dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbot durch die Stadt Stuttgart verkündet wurde, kommt ein Verweilen im Park einem Platzverweis gleich. Nein, sprich, also wenn ihr weiterhin im Park verweilt, ihr habt dann automatisch einen Platzverweis erhalten. Aufgrund der Rechtslage gehen wir vom AK Jura der Parkschützer davon aus, dass ein Nichtbefolgen dieses Platzverweises eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die in Stuttgart derzeit mit einem Bußgeld in Höhe von ca. 100 bis 300 Euro geahndet wird. Nochmals, wenn dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbot in Kraft tritt, also wenn der Beginn der Polizeimaßnahme verkündet wurde, muss aber allen, die im Park sich aufhalten, ausreichend Zeit gegeben werden, dem Platzverweis nachzukommen. Erst nach einer ausreichenden Zeitspanne könnte die Polizei beginnen, durch die Feststellung von Personalien eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit aufzunehmen. Also es kann nicht sein, die Polizei sagt, hallo, die Maßnahme hat begonnen und du hast eine Ordnungswidrigkeit begangen. Also es muss euch Zeit gelassen werden, den Park zu verlassen. Falls ihr diesen Platzverweis, der dadurch ausgesprochen wurde, nachkommen möchtet, das ist natürlich jedem selbst überlassen, muss jeder selbst für sich entscheiden, dann könnt ihr euch, wie Gudrun vom Co-Team vorher das schon erklärt hat, zu den Infopunkten am Ferdinand-Leitner-Steg oder an der Grünen Brücke im unteren Schlossgarten, könnt ihr euch dorthin begeben. Bei den Infopunkten handelt es sich um angemeldete Versammlungen. Und an denen dürft ihr trotzdem teilnehmen, auch wenn euch ein Platzverweis erteilt wurde in Form dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbots. Gut, soweit also zu dieser Lage direkt im Park, wenn dieses Betretungs- und Aufenthaltsverbot in Kraft treten sollte. Jetzt noch ein paar Worte zum Ermittlungsausschuss. Dieser Ermittlungsausschuss sollte informiert werden, wenn Leute von der Polizei festgenommen, in Gewahrsam genommen werden, mitgenommen werden. Dieser Ermittlungsausschuss, diese Handynummer des Ermittlungsausschusses ist besetzt, sobald es Demonstrationen gibt, sobald Aktionen laufen oder eben jetzt im Fall, wenn es zu einer Parkräumung kommt. Dieses Handy hat die Telefonnummer 0176 3850 1758. Nachzulesen ist das unter anderem im Internet bei abrissaufstand.de. Diese Nummer dieses EA-Handys solltet ihr euch auf Arme oder Beine schreiben, weil da ist es am sichersten. Wie der Christoph vorher schon erwähnt hat, ihr solltet bei solchen Aktionen oder wenn es zu einer Parkräumung kommt, nicht unbedingt ein Handy dabei haben, das wichtige Namen, Adressen oder Telefonnummern erhält. Als Hinweis, es gibt günstige, ganz einfache Handys mit Prepaid-Karten zu kaufen an jeder Ecke in der Stadt. Wenn ihr also in Gewahrsam genommen werden solltet von der Polizei, dann meldet euch beim Ermittlungsausschuss. Gebt euren Namen und euer Geburtsdatum an. Und wenn möglich auch die Info, wohin ihr gebracht werdet, in welches Polizeirevier oder Gefangenensammelstelle oder wie auch immer.
Weitere Informationen werden nicht benötigt. Solltet ihr in Gewahrsam genommen werden von der Polizei und keine Möglichkeit haben oder kein Handy haben oder ihr habt die Nummer vom Ermittlungsausschuss doch gerade nicht zur Hand, dann könnt ihr euren Namen und vielleicht auch euer Geburtsdatum einfach den Leuten, den Umstehenden zurufen. Im Normalfall rufen die Leute dann automatisch beim Ermittlungsausschuss an. Ihr müsst keine Personenbeschreibung durchgeben, wenn ihr irgendwo mitbekommt, dass Leute in Gewahrsam genommen werden. Die helfen uns leider nicht weiter. Die Namen der Festgenommenen, am besten das Geburtsdatum, das sind die wirklich relevanten Daten, mit denen kann der Ermittlungsausschuss etwas anfangen. Noch eine dringende Bitte für hinterher. Wenn ihr in Gewahrsam genommen wurdet und ihr werdet wieder entlassen, dann meldet euch bitte auch beim Ermittlungsausschuss ab, weil es ist immer sehr mühsam, wenn der Ermittlungsausschuss irgendwann dasteht und keine Abmeldungen hat und wir nicht wissen, was ist mit den Leuten geschehen. Noch ein Hinweis vom Kopfhoch-Team: Wenn ihr in Gewahrsam genommen wurdet, dann habt ihr ein Recht auf Seelsorge und macht davon Gebrauch. Das kann euch helfen. Zu allerletzt möchte ich noch alle dazu aufrufen, an den Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart zu spenden, der die Arbeit möglich macht, wenn Leute in Gewahrsam genommen wurden. Danke für eure Aufmerksamkeit.